Zeichnungen im dreidimensionalen Koordinatensystem sind ein bisschen blöd, sagen wir es mal so. Und zwar weswegen? Man kann aus der Zeichnung eigentlich fast nichts mehr rauslesen. Erstmal, wie sieht überhaupt ein 3D-Koordinatensystem aus? Die erste Achse, das ist die, die nach unten geht, man zeichnet sie im 45 Grad, also eigentlich 135 Grad Winkel ein. Sie zeigt vom Ursprung diagonal nach links unten. Das ist die X1-Achse. Wahlweise, manche nennen sie auch X-Achse. Dementsprechend ist die rechte Achse die X2-Achse und die obere ist die X3-Achse, beziehungsweise, wenn man sie bezeichnet mit X, Y, Z, dann sehen sie halt so aus. Die Maßeinheiten auf der waagerechten und der Hochachse sind die Längeneinheiten normal. Das heißt, hier nimmt man immer einen Zentimeter als Einheit. Auf der Schrägachse sind die Einheiten 7 Millimeter. Das heißt, wenn Sie sich jetzt einen karierten Block vorstellen, den ich hier nicht habe, gehen Sie bis zum ersten Kästchen. Also da zählt man die Kästchen als eine Einheit. Wie gesagt, wenn Sie nicht genau wissen, was ich meine, nehmen Sie Ihr Lineal und messen 7 Millimeter ab. Gut, die X1-Achse oder X-Achse, die stellt man sich vor, dass die aus der Tafel so rauskommt. Die zeigt nach vorne zu Ihnen. Die X2- und X3-Achse sind normal, die zeigen nach rechts und nach oben. Wie zeichnet man jetzt zum Beispiel Punkte oder Geraden ein? Naja, ganz einfach. Wenn ich jetzt einen Punkt habe, der hat die Koordinaten 3, 1, 4, heißt es, ich gehe 3 in X1 Richtung. 1 Zentimeter nach rechts und 4 Zentimeter hoch. Bin also irgendwo hier. Was für Probleme gibt es? Ich habe vorher gesagt, man kann nichts rauslesen. Das Problem ist, Sie können an einem Punkt nicht rauslesen, wie weit vorne oder wie weit hinten ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Punkt nehme, B, und den nehmen wir, als was nehmen wir ihn? 0, minus 0,5 und 2,5. Wenn Sie diesen Punkt einzeichnen, 0 nach vorne, minus 0,5, also ein halbes nach links und 2,5 hoch, werden Sie merken, der Punkt B ist genau wieder auf dem Punkt A. Sprich also umgekehrt, Sie können nicht, wenn Sie einen Punkt gezeichnet haben, können Sie nicht rauslesen, was für Koordinaten hat der Punkt. Sie können also nicht rauslesen, wenn Sie zwei Geraden schneiden, können Sie nicht rauslesen, schneiden die sich überhaupt oder sind sie windschief, also laufen sie aneinander vorbei. Es gibt sehr wenig Sachen, die man rauslesen kann. Typische Sachen, die man aus der Zeichnung rauslesen kann, überhaupt, sind, wenn man Würfel oder Quader gegeben hat. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt angebe einen Quader, der meinetwegen so aussieht, kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich gebe Ihnen diesen Punkt an, diesen Punkt, den Punkt und bestimmen Sie die Koordinaten der übrigen Punkte. Das geht. Wir werden in den folgenden Beispielen auch ein Beispiel zu sowas machen. Das heißt, wir machen jetzt in den nächsten Beispielen einfach ein paar Möglichkeiten, wie das überhaupt aussieht. Also was kann man zeichnen, was kann ich aus der Zeichnung rauslesen? Naja, so von jedem ein bisschen.